Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und ich melde mich wieder zu Escape from Tarkov. Denn da hat uns jetzt wieder eine neue Meldung erreicht von den Entwicklern. Und zwar geht es um den Hideout oder das Hideout, wie auch immer man es nennen möchte. Die Entwickler sagen halt, dass Escape from Tarkov jetzt in der Vorbereitung zur geschlossenen Beta steht, also und das alles in vollem Gange ist, aber die aktuelle Arbeit nicht nur auf Aufgaben im Zusammenhang mit der Beta beschränkt sind. Die arbeiten also auch noch an anderen Sachen, und da wollen die uns jetzt ein bisschen mit einblicken lassen, an was genau. Die Entwickler freuen sich jetzt, uns eines der Features bekannt zu geben, die bereits in den frühen Stadien der Escape from Tarkov Entwicklung erwähnt wurde. Der Prozess der Flucht, also die Flucht aus Tarkov, dauert natürlich auch eine ganze Weile, wie die Entwickler sagen, und geht nicht so schnell, wie es von außen vielleicht erscheinen mag. Und unsere Charaktere brauchen einen Platz, um sich niederzulassen und um Kraft zu gewinnen, um Materialien aufzubewahren, Ausrüstung und Waffen ordentlich zu analysieren, die man gerade gefunden hat, also diese nochmal in Ruhe zu entdecken. Mit anderen Worten, irgendwie umgruppieren, bevor wir halt das Hauptziel des Spiels erreichen. Das heißt also, dass wir sozusagen eine Base haben für uns, also eine Wohnung oder einen Ort, an dem, den wir unser Zuhause nennen, wo wir im Endeffekt genau diese Sachen machen können, dass wir Sachen nochmal in Ruhe entdecken, Sachen lagern etc. und oder uns selbst sogar halt niederlassen. Der Spieler beginnt den Aufbau und die Arrangements aus einem, ja, anfangs verlassenen und unübersichtlichen Bombenschutzbunker. Ohne irgendwelche Mittel der lebensrettenden Funktionen oder irgendwelchen Sachen, die uns überhaupt irgendwie helfen. Erst durch die konsequente Erstellung und Verbesserung der Hideout-Module, wie zum Beispiel Stromerzeuger, Wassersammelsysteme, Belüftungssysteme, medizinische Behandlungsanlagen, Rekonzentrate, Heizung, Bad und viele andere. Damit verbessern die Spieler verschiedene Parameter ihrer Charaktere, wie zum Beispiel Out-of-Rate-Gesundheit, Hydration und Energie, Regenerationsgeschwindigkeit. Finde ich wirklich sehr interessant, das auf jeden Fall diesen Aspekt dann noch mit einzubringen, der uns im Endeffekt, ja, Sachen noch mit reinbringt, die uns überlebensfähiger machen, und das halt gerade durch Ausarbeiten von, wie man das halt auch logisch kennt, natürlich auch Anlagen, die unsere Medizin verbessern, unser Wohlwollen, unser Wohlfühlen. Das sorgt ja auch noch dafür, dass wir im Kampf natürlich besser dastehen, ausgeruhter sind, wie gesagt, medizinisch besser versorgt, das macht einiges her. Trifft auch wieder auf den Realismus von Escape from Tarkov zu, und finde ich cool, dass solche Elemente eingebracht werden. Aber weiter zum Thema. Der Spieler erhält auch besondere Möglichkeiten für die Herstellung von Medikamenten, Munition und anderen Gegenständen aus verschiedenen Ressourcen. Recon Center Verbesserungen bieten zum Beispiel neue Möglichkeiten der Arbeit mit Kaufleuten und das Spielen als Gavs und halt vieles mehr. Jedes Modul, es gibt übrigens bereits über 13 von ihnen in der Produktion, hat einzigartige Boni und erfordert ein einzigartiges Schema für den Bau, meine Freunde. Der Spieler braucht also unterschiedliche Ressourcen, Zugang zu einer Vielzahl von Händlern und notwendigen Fähigkeiten, um die Modulinstallationsmöglichkeiten und die Möglichkeiten für ihre Verbesserung überhaupt erst zu entsperren. Um natürlich die Versteckbetriebsbedingungen aufrechtzuerhalten, müssen Sachen installiert werden. Als erstes wird das zum Beispiel halt ein Generator sein, der Kraftstoff verbraucht. Und da ergeben sich auch wieder neue Sachen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Mangel an Kraftstoff haben, wird automatisch die Produktion und Regeneration von Eigenschaften verlangsamt oder sogar unterbrochen. Also sollte man halt da, oder muss man da sogar, dafür sorgen, dass natürlich ausreichend Kraftstoff verfügbar ist, ist ja auch logisch. Es sollte auch beachtet werden, dass die Größe des Caches direkt vom Level des Hideout-Caches abhängt. Spieler mit einer limitierten Auflage des Spiels erhalten den Cache der maximalen der dritten Ebene. Zusätzlich zu den Basismodulen des Hideouts wird der Spieler in der Lage sein, Elite-Module zu installieren, die den Lebensstandard und die Sicherheit drastisch verbessern, meine Freunde. Die Qualifikationsniveaus beschleunigen, die Herstellung von einzigartigen Gegenständen und Ressourcen ermöglichen und halt auch einfach nur ein warmes Gefühl oder Komfort in dem neuen Zuhause hervorzurufen oder hinzuzufügen. Was sich lohnt, separat zu bemerken, ist, dass wir einen vollwertigen Schießstand bekommen, meine Freunde, in unserem Hideout, wo wir unsere Waffen testen können. Auch sehr geil,
sehr, sehr geil. Da freue ich mich richtig drauf, auch die Waffen selbst einfach mal nur so zu testen. Natürlich kann man das jetzt ja, wenn man einfach nur solo in PvE-Game reingeht, kann man das zwar. Aber ey, wer hat sich nicht so einen Schießstand schon gewünscht, oder? Hammer. Finde ich gut. Nettes Gimmick auf jeden Fall, freue ich mich drauf. Das Versteck wird ein integraler Bestandteil des Spiels sein, also dass alle außergewöhnlichen Prozesse rechtfertigt, die dem Charakter entsprechen. Die Wiederherstellung der Gesundheit zum Beispiel, die Größe des Cash, der Zugang zu neuen Dienstleistungen von Händlern, Gegenstandforschung und Aktionen, die halt in der Welt von Tarkov stattfinden. Diese große Innovation, meine Freunde, wird parallel und unabhängig zum Hauptspiel oder überhaupt zum Hauptentwicklungsprozess gerade entwickelt. Aber die Entwickler planen auf jeden Fall, das Hideout-System in dem offenen Beta-Test schon zu starten und dass wir uns da schon drauf freuen können. Ja, ich bin gespannt, was da auf jeden Fall noch mehr für Informationen kommen. Jetzt kommen in letzter Zeit ja wirklich mal wieder, ja, ein paar Infos, die einen aufleben lassen und auf jeden Fall eine sehr geile Neuerung mit dem Hideout, mit dem Versteck. Finde ich super, was da gemacht wird. Finde ich sehr interessant, gerade, dass man sich da sozusagen seine eigene kleine Base baut. Okay, Base ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Sein eigenes kleines Lager, wo man rein theoretisch einfach auch mal Ruhe hat. Und gerade mit dem Schießstand ganz gut Sachen mitbringt. Ich meine, man fühlt sich dann in dem Game, hat man auch einen Punkt, an dem man sich zu Hause fühlen kann, bin ich der Meinung. Wenn das so ist, wie ich es mir vorstelle. Was ich sehr, sehr angenehm finde. Bisher war es ja immer nur so, okay, Menü, equippen, reingehen, rausgehen. Man hatte keinen wirklichen Bezugspunkt. Okay, wir sind halt in der Closed Alpha, alles gut. Aber genau das, finde ich, bringt uns eine Möglichkeit, in der wir uns in dem Spiel schon wesentlich mehr dazugehörig oder zu Hause fühlen können. Auf jeden Fall echt geil. Ich bin ganz, ganz, ganz doll gespannt drauf. Meine Freunde, und jetzt möchte ich natürlich auch eure Kommentare, euer Feedback dazu haben. Wie findet ihr das mit den Hideouts? Findet ihr es gut? Haut mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ja, meine Freunde, ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut euch doch auch die anderen Videos an, hier auf meinem Kanal. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, euer Gunshot.